In den kommenden Tagen beruhigt sich das Wetter zunächst etwas und die Sonne zeigt sich bei angenehm warmen Temperaturen wieder häufiger. Doch das ist nicht viel mehr als eine Eintagsfliege. In der Folge kehrt die Gewitterluft zurück und erfasst erneut das ganze Land. Dann besteht auch örtlich wieder Unwettergefahr. Am Dienstag bleibt es bei angenehm warmen 19 bis 25 Grad meist trocken und die Sonne zeigt sich häufig. Vereinzelt sind im Norden und Osten nachmittags Schauer oder Gewitter möglich, doch die Unwettergefahr ist nur gering. Der Mittwoch bringt schon wieder wechselhafteres Wetter mit Wolken und Regengüssen. Vor allem nachmittags sind in der Nordhälfte auch wieder kräftige Gewitter mit lokaler Unwettergefahr dabei. Dazu wird es schwül warm. Auch an den Folgetagen sind immer wieder Gewitter dabei, die örtlich sehr kräftig ausfallen können mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Zwischen den Gewittern scheint aber auch immer wieder die Sonne. Zum Wochenende nimmt das Gewitterrisiko dann allmählich ab.